habe schon in den vergangenen Jahren ziemlich oft hier gespielt und ich spiele wahnsinnig gerne in Leipzig tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass es, ich würde nicht mal sagen Publikum, sondern dass die Menschen, die hier wohnen, wahnsinnig kunst- und musikaffin sind. Ich hatte nie Lampenfieber, wie man das ja nennt, was ich aber auch sehr seltsam dann fand, weil ich wirklich zu teils noch super persönliche, intensive Gespräche geführt habe und dann, ich muss jetzt gehen, und dann damit dann auf die Bühne gehe. Und komischerweise, ich glaube, seit März letzten Jahres werde ich tatsächlich nervös, bevor ich auf die Bühne gehe. Was neu für mich ist und auch aufregend. Also ich genieße es nicht, aber ich akzeptiere es. Acht Jahre kein Lampenfieber zu haben und dann auf einmal ist schon absurd. Also dann frage ich mich auch, wofür jetzt? Aber ich kann ja gar nicht, also was wäre das für eine Arroganz, wenn ich sagen würde, das Publikum, ich weiß eh schon, was ich vom Publikum bekomme, ganz und gar nicht. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, ist es was anderes. Silence kills, sing for me, fill my heart with anything. Über das, was ich schreibe, habe ich tatsächlich sehr wenig Einfluss. Allerdings habe ich gemerkt, dass die beste Uhrzeit für mich, um zu schreiben, sehr früh morgens ist. So zwischen 4 und 6. Um die Uhrzeit fühle ich mich am freisten und kann tatsächlich am einfachsten zu mir selbst finden. Dann würde ich jetzt mal zu den Fragen von unseren Lesern übergehen. Mhm. Die erste Frage kommt von der Jessie und die möchte wissen, was du als Jugendliche so für Musik gehört hast. Ich bin in einem Haushalt voller Musik aufgewachsen, aber wirklich von U2 über Justin Timberlake bis Billie Holiday, alles Mögliche. Und ich greife immer wieder auf alte Alben zurück. Ich habe einen sehr irrationalen Bezug zu meinem Heimatland. Wenn ich in São Paulo am Flughafen lande, löst es sowas in mir aus, was ich nicht mal wirklich beschreiben kann. Und allein wie die Stadt riecht, was die meisten Menschen absolut widerlich finden, weil es hauptsächlich Smog ist, ich liebe es. Absolut habe ich einen bestimmten Bühnenlook. Es ist ja jedes Mal das Gleiche. Ich habe jeden Tag auf der Bühne das Gleiche an. Und der Lippenstift? Der verändert sich, aber den sieht man ja nicht auf der Bühne. Ich habe mich wahnsinnig lang überhaupt nicht für Kleidung oder Mode interessiert, gar nicht. Aber ich weiß, gute Kleidung so zu schätzen. Eine Hauptkategorie auf unserem Blog, die heißt Local Heroes, mhm. Wo wir halt unsere Locals der Stadt repräsentieren, die halt wirklich eine Philosophie haben und aus einer Leidenschaft heraus sich selbstständig gemacht haben und hinter ihrem Produkt halt stehen. Gibt es für dich einen Local Hero? Ich glaube, jeder, der anfängt oder jeder, der nicht aufhört, verdient diesen Local Hero-Titel, weil wahnsinnig viele auch einfach nicht die Möglichkeit haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen oder eine Art von Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu bekommen.